Willkommen bei Pingaukulto, dem Shop für Spionageprodukte, spezialisiert auf Ohrstöpsel und Spionagekameras. Bevor wir mit der Produktbewertung beginnen, denken Sie daran, dass bei der Beschreibung können Sie das Video in anderen Sprachen abrufen, ebenso wie die Kanäle, offizielle Verkaufsstellen mit weltweitem Versand, Kontaktmedien und soziale Netzwerke. Die Nano-Hörmuschel ist das kleinste verdeckte Hörmuschelmodell auf dem Markt mit einer Größe von nur 3 mm und Betrieb mit elektromagnetischer Induktionstechnik. Der Kragen oder das induktive Element sendet eine induktive Welle aus, die die Vibration des die Ohrstöpsel, die den Ton erzeugen, wenn sie in das Ohr eingeführt werden, sind vollständig verborgen und nicht zu hören. Und die Sicherheit seiner Anwendung wird durch die Tatsache garantiert, dass es keine elektrischen Schaltkreise im Inneren und enthalten eine ausziehbare Stange und einen ausziehbaren Magneten. Für ihre Extraktion in einer lärmfreien Umgebung können nur Sie das Telefonat oder den Ton, den Sie abspielen, hören. Und es ist nicht notwendig, den Ohrhörer aufzuladen. Wir wissen, dass diese Technologie von einem anderen Planeten zu sein scheint, wenn Sie ihn in einer lauten Umgebung verwenden müssen, in der die Lautstärke des Nano-Hörers nicht. Sie können es auch mit einem VIP Pro Ohrhörer verwenden. Diese Ohrhörer benötigen eine Batterie, um die Wellen des Induktionshalsbandes zu verstärken und eine super kleine Größe zu haben, um sie zu verbergen. Im Ohr das VIP Pro Super Mini-Ohrstück mit einer Länge von 1,10 cm und einer Breite von 0,64 cm enthält einen transparenten Faden zum Entfernen mit dem Finger oder einer Pinzette zum Arbeiten. Eine Batterie des Typs 337, die je nach Lautstärke der Hörmuschel bis zu 4 Stunden Betriebszeit bietet. VIP Pro Ultra Mini hat ähnliche Abmessungen von 1,08 cm Länge und 0,68 cm Breite. Die Entnahme erfolgt mit einer Entnahmestange, die an der Batterie magnetisiert ist, sodass wir immer eine Entnahmestange verwenden müssen. Die Batterie wird in die Hörmuschel eingelegt, bevor sie zum Betrieb in das Ohr eingeführt wird. Typ 379 mit bis zu 4 Stunden Betriebsdauer je nach Lautstärke. Das In-Ear-Modell Nano V6 enthält ein GSM-Induktorelement für Telefonanrufe. Die Funktionsweise ist wie folgt: die eines Mobiltelefons mit automatischer Anrufannahme durch Abhören über den Hörer und Kommunikation über die kabelgebundenes Mikrofon können Sie Anrufe ohne Entfernungsbeschränkung mit Nano-SIM-Karte für den Betrieb. Denken Sie daran, dass das Induktorelement immer zwischen Hals und Brust unter der Kleidung verborgen. Seine Autonomie ist etwa 4 Stunden, in die Ladezeit beträgt etwa eine Stunde, je nach Nutzung, und umfasst ein USB-Ladekabel. Das Nano V6 Ohrstück-Kit enthält einen Extraktionsmagneten, eine Extraktionsstange und 2 Ohrstücke. Nanomagneten in einem Plastikbeutel ist es sehr wichtig, den Magnetabzieher von der. Das induktive Element ist ebenfalls in einem Gehäuse untergebracht, das es uns ermöglicht, die einzelnen Teile mit dem Fingernagel zu trennen. GSM, das USB-Ladekabel und wenn Sie das Kit mit dem VIP Pro Super Mini Ohrhörer gekauft haben, erhalten Sie das. Wird zusammen mit 2 Batterien mitgeliefert, wenn Sie sich für das VIP Pro Ultra Mini Ohrstück entschieden haben. Wir empfehlen die Verwendung eines Abziehers, um das Ohrstück zu entfernen, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen. Überprüfen Sie, ob Sie ein Originalprodukt von Pingaukulto verwenden, indem Sie das Logo mit dem von Ihnen verwendeten Produkt abgleichen. Das in den Produkten und den Kauf in einem offiziellen Vertriebskanal können Sie uns konsultieren, wenn Sie irgendwelche Zweifel haben. Und vergessen Sie nicht, zuerst die Online-Anleitung für weitere Informationen zu lesen, indem Sie sie löschen unter. Sie finden den PIN-Code der SIM-Karte Ihres Mobiltelefons in den Einstellungen Ihres Mobiltelefons unter Sicherheit, Datenschutz oder ähnlich, und Sie können auch im Internet recherchieren, um herauszufinden, wie man den PIN-Code aus dem Gerät entfernt. SIM-Karte und Ihr Handymodell. Wenn Sie den Stift aus der SIM-Karte entfernt haben, schalten Sie den Induktionskragen ein. Einsetzen einer Nano-SIM-Karte mit der entsprechenden Ausrichtung. Dann ein rotes Licht. Wenn das Licht nicht erscheint, laden Sie den Induktionskragen mit einem Ladegerät bis zu 5 Volt und 1 Ampere oder durch Anschluss an den USB-Port eines Computers. Die rote Ladelampe blinkt und bleibt konstant, wenn sie vollständig geladen ist. Die Nano-SIM-Karte. Während sie geladen wird, sodass sie ausgeschaltet ist, rufen Sie jetzt die Nummer der Nano-SIM-Karte. Während sie geladen wird, sodass sie ausgeschaltet ist, die SIM-Karte wird in die Halsschleife eingelegt und nach zweimaligem Klingeln nimmt das Telefon den Anruf entgegen. Automatisch anrufen, wenn der Anruf nicht zustande kommt. Überprüfen Sie, ob Sie die PIN-Nummer der SIM-Karte, die GSM-Abdeckung und einen Test mit einem anderen Betreiber, um zu prüfen, ob funktioniert. Indem das Induktorelement auf einen Tisch gelegt und der Extraktionsmagnet mit den beiden Nano-Ohrhörer in horizontaler Position und am Induktionselement befestigt. Sprechen Sie mit dem Mobiltelefon mit dem. Wenn Sie einen Anruf tätigen, werden Sie feststellen, dass Sie vibrieren oder mit geringer Lautstärke klingeln, wenn Sie im Gespräch sind. Am Induktorelement haften, was darauf hindeutet, dass es korrekt funktioniert. Wenn Sie nicht die Vibration, überprüfen Sie die Ladung des Induktionshalsbandes und versuchen Sie, mit einem anderen Mobiltelefon anzurufen, damit wir die Ladung des Induktionshalsbandes überprüfen können. Das Problem mit dem Mobiltelefon zusammenhängt, indem Sie die Nano-SIM-Karte einlegen, um die Einschaltmelodie. Wenn Sie das Kit mit dem VIP Pro Super Mini oder Ultra Mini Ohrhörer erworben haben, können Sie die Abdeckung
Halterung abschrauben, die Batterie mit dem Pluspol Plus nach oben einlegen und die Abdeckung wieder anschrauben und bringen Sie ihn in die Nähe des Induktors, um zu prüfen, ob er funktioniert. Denken Sie daran, immer die Batterie einzulegen in der VIP Pro Ultra Mini Hörmuschel, bevor sie in das Ohr eingeführt wird, damit sie entfernt werden kann. Wenn der VIP Pro Hörer mit einer Batterie in seinem Inneren an das Ohr gehalten wird und wir einen Ton hören, Geräusch, das dem eines nicht eingestellten Radios ähnelt, eingeschaltet ist und funktioniert. Wenn der Ton sehr laut ist und ähnlich dem Flügelschlag einer Biene, müssen wir die Feder in ihrem Inneren leicht ausdehnen und wieder in den. Legen Sie die Batterie ein, indem Sie den Deckel richtig anschrauben. Dann ist alles bereit, um die Batterie einzulegen. Nano-Ohrhörer ist es ratsam, das Ohr vor dem Einsetzen des Ohrhörers mit dem Tupfer oder Ohrreinigungsspray zuerst eine Ohrspitze mit dem Fingernagel abtrennen und den Kopf drehen. 90 Grad, sodass das linke Ohr, in das wir die Hörmuschel einsetzen, zum linken Ohr hin ausgerichtet ist. Nach oben, dann lassen Sie den Hörer in Ihr Ohr fallen und halten Sie die Position. Schütteln Sie den Kopf und machen Sie kreisende Bewegungen, bis Sie das Gefühl eines Wassertropfens haben. In das Ohr fällt und das Ohr verstopft, muss möglicherweise mehrmals wiederholt werden. Bis das korrekte Einsetzen kann durch Drehen des Kopfes auf die gegenüberliegende Seite und Einsetzen des und das Ohrstück leicht herauskommt, wird es nicht korrekt mit einem Ohrstück im. Das linke Ohr ist in der Regel ausreichend und das Einsetzen des anderen Ohrs in das rechte Ohr kann dazu führen, dass das linke Ohr wird empfohlen, da man dort in der Regel besser hört, aber das rechte Ohr wird nicht empfohlen. Dafür, dass wir mit dem rechten Ohr versuchen können, ist es nicht ratsam, zu versuchen. Drücken Sie den Ohrstöpsel mit einem Wattestäbchen oder ähnlichem, da wir nicht in der Lage sein werden, den korrekten Sitz zu erreichen. Wenn wir die Hörmuschel richtig in das Ohr eingesetzt ist, können wir das Set am Körper anbringen, wobei wir darauf achten, dass sich das induzierende Element immer zwischen Hals und Brustkorb befinden sollte. Die Lautstärke des Tons im Ohrhörer hängt davon ab, wie nah oder weit entfernt wir das induktive Element platzieren. Des Ohrstücks können wir es mit Klebeband oder Klebeband auf die Haut kleben, damit es sich nicht in seiner Position bewegt. Zum Herausziehen der Nano-Hörmuschel den Extraktionsmagneten auf die Basis der Extraktionsstange setzen und drehen. Den Kopf um 90 Grad drehen und den Stab in das Ohr einführen, eine andere sehr effektive Methode der Entfernung ist. Setzen Sie den Extraktionsmagneten am Anfang des Gehörgangs an und schütteln Sie den Kopf, während Sie den Magneten festhalten. Die Position, in der das VIP Pro Supermini Ohrstück durch Ziehen an der transparenten Schnur entfernt werden kann. Mit dem Finger oder einer Pinzette und das VIP Pro Ultra Mini mit der Ausziehleiste, die an der Batterie befestigt wird. Im Inneren der Hörmuschel denken Sie daran, die Hörmuschel nach dem Gebrauch mit Wasser oder Isopropylalkohol zu reinigen. Schalten Sie die Halsschleife nach Gebrauch aus, indem Sie die Nano-SIM-Karte herausnehmen und die Batterie aus der Hörmuschel entfernen. VIP Pro, um Verstopfungen zu vermeiden und den Geräuschpegel zu senken, reinigen Sie sorgfältig die Löcher des VIP Pro Ohrhörer mit einer Nadel oder einem Stift. Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, Sie können uns über eine der in der Beschreibung angegebenen Kontaktmöglichkeiten anschreiben. Oder auf unserer Website, bis die nächsten Spione daran denken, sie nach ethischen Gesichtspunkten und im Einklang mit den geltenden Rechtsvorschriften zu verwenden.